Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 Frontiers Projekt zusammen mit dem Christian und den Alex. Hallo. Oh, moin. Jetzt nochmal, Christian. Was war? Nee, ich hatte die Frage wegen Greenscreen, ja. Was war das? Weil der vorne schon hoch war, man konnte schön den Hintergrund sehen. Ja, der wird, Greenscreen habe ich hochgefahren, muss hier noch ein bisschen was machen, aber im Großen und Ganzen bleibt dann der Greenscreen weg. Weg. Warum, fragst du? Nö, ich habe vorhin, wie du sozusagen den Dingern hattest, war so hell im Hintergrund, alles sieht der Herr, was hat der denn da so alles? Kein Greenscreen mehr, kompletter ja. Hintergrund zu sehen, das Aquarium oder Terrarium, wie nennt man das jetzt? Ja, Terrarium, für die Ameisen, ja. Ja, da stehen aber noch ein paar Kisten und sowas alles. Muss ich noch alles wegräumen, ne? Aber. Ja. So, wann spulen wir nochmal, Christian? Ich glaube von 20 bis 8. Gut, ich glaube sowas. Müssen wir ansehen, halt nur aufpassen, dass wir es dann wirklich auch bis dahin ready haben, dass wir nicht so ein Fleckenfeld haben wie das eine hier. Ja, das ist nämlich gerade das, was mich nervt. Das schafft er aber. Alex, der ist in Besamen ist er gut, hat mir sagen lassen. In Besamen ist er gut, okay. Ja. Er ist ein Norddeutscher, ihr könnt das. Oder Alex? Da kriegen wir auch locker hin. Wir können ein Feld nach dem anderen machen. Er muss ja nicht jetzt quer über alle fahren. Macht er erst die eine Seite fertig. Wenn die fertig ist und es kurz am Spulen ist, dann warten wir halt. Weil als andere wäre ja Quatsch. Ja. Ja, unsere Viecher so gut versorgt. Sehr schön. Nee, das sollte passen. Das müsste eigentlich hinkommen. Haben wir noch mehr Felder zum Erdenfriesen oder hast du schon umgesetzt? Ich habe gerade umgesetzt. Wo bist du hin? Feld 52, zumindest das, was ich ernten kann. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, komm, ich mache jetzt die Rübenfelder. Das bringt ja aber nichts, weil wenn wir ja spulen, wird dieses Feld auch fertig sein, das andere auch. Deswegen habe ich gedacht, gut, fängt an. Du musst nur aufpassen, dass du nicht kaputt fährst, ne? Ja. Bring dir mal schon mal in den Abfahrer vorbei. Ja, den bräuchte ich auf jeden Fall. Da kommen demnächst die Werbeaufsteller der Partner hin. Um ehrlich zu sein, habe ich da sogar ehrlich nachgefragt. Ich habe gefragt, ob Razer mir vielleicht ein Model zur Verfügung stellt, was in Razer-Klamotten die ganze Zeit im Hintergrund bei mir tanzt. Da wurde ich aber nur gefragt, ob ich schon getrunken habe, weil Montag Feiertag ist. Und nicht so am Ballen, Freezy. Ja, stimmt. Oh nein, ich schaff's nicht bis zum Ende. Wäre doof. Oh, verdammt. Macht ihr hier Stoppen entfernen oder sowas? Über das Tool? Das müssen wir jetzt mit allen anderen abklären, das dürfen wir selber so nicht entscheiden. Nee, das weiß ich, aber ist da irgendwas angesetzt? Weil also wir planen für aktuell nichts, zumindest habe ich jetzt nichts gehört in den Gruppen. So, weil hier sind noch gewaltig viele Stoppen drauf auf dem Feld hier. Ja, wir hätten das dann drumherum gemacht. Ja, fahr so drüber, so gut es geht. Ja, ich war komplett drüber, der meckert nicht. Tag da mal nach, ob das möglich ist. Bis zum Erntezeitpunkt wäre es cool. So meckert der nicht, warum kann ich so drüber fahren? Kannst du das gleich mal nachfragen, ob das möglich ist, Christian, in der PL? Ja, klar. Nein, das kriegen wir geklärt. Das ist kein Problem. Das hast du mal, glaube ich, einen deutschen Meister im Channel. Das kannst du dir mal ein bisschen ausfragen. Ja, ich war schon, ehrlich gesagt, ein bisschen traurig. Er hat gesagt, wenn er in Kalka ist, wird er sich melden. Hat er gar nicht. Ja, abgehoben.
Das war noch nicht mal sicher, ob wir überhaupt nach Kalka kommen. Vom Wetter her. Ja, ja. Immer diese Ausreden, ne? Ja, wenn du einmal Fame bist, dann kennst du es ja. Ja, ne. Was will so ein deutscher Meister, so ein YouTuber einladen zum Gucken? Ja, ja. Das ist wie Tino, weißt du? Tino schenkt ihm zum Geburtstag ein Lambo aus Lego und er ist heute noch nicht aufgebaut. Wer hat ihn geschenkt? Noch damals auf deiner Hochzeit hat er einen Geburtstag gehabt. Ach ja, ja. Da haben wir diesen zusammengeschmissen für den Lambo. Mhm. Steht immer verpackt irgendwo. Echt? Ja, ja, klar. Er ist noch nicht aufgebaut. Wow. Ja, ja. Auch schon was Leuchtkit nicht mitgeschenkt haben oder so, kennst du ihn ja, da ist er ja eigentlich. Noch für die nächste auch so einen Sabaton machen? Nee. Boah, das war ja wild, oder? War wild, ja, aber sowas mache ich nicht, ne? Boah, wir sind ja gestern Nacht um 4 mit dem Bus abgeholt worden nach Osnabrück. Weil unsere Firma hatte alle Angestellten und Marktleiter und weiß der Geier eingeladen zum Geburtstag. Ja. Ich mach du warst in Osnabrück und sagst nicht Bescheid, ist auch noch ein Katzensprung von mir. Ja, gut. Aber ich hätte dich nicht auf diese Feier schlören können, das war alles geschlossene Gesellschaft. Achso, okay. Aber alle Mädels im Dirndl, das ist schon... Was war mit Mädels? Alle im Dirndl, das war schon... Das ist ja an. Ja, ja, Hashtag Zeltbau, ne? Ja, aber da brauchen wir den Zelt, ey. Stehe ich um 3 Uhr auf, ich gucke kurz, denk Manus live, ich so, hä, sich verarschen, dann mache ich den Stream an, wer ist denn noch am Stream? Ich so, alter Schwede. Und er sah auch komplett zerstört aus, also. Du armer Hund. Ja, nee, ich hab schon bei 12 Stunden habe ich angefangen zu schwächeln. Ja, das ist auch wirklich anstrengend, vor allem musst du auch irgendwie unterhalten, du kannst dann nicht irgendeinen Cringe machen, ne? Und irgendwann ist ja mal jedes Spiel vorbei. Ich meine, du kannst auch nicht 12 Stunden GTA machen. Das ist ja. Ich glaube, macht der Kopf irgendwann zu. Ja, irgendwann macht der Kopf zu. Das war irgendwann. Ja, bevor es dann cringe wird. Ich meine, wenn du es gut machst, klar, wenn du so coole Aktionen hast, alles super. Aber wenn es dann nachher nur noch irgendwie. Dann wird es natürlich auch für jeden anstrengend. Aber ich habe das. Aber war mal nett zu sehen, dass der Tino komplett an Limit war. Aber der war doch auch eine Zeit lang weg, kann das sein? Ja, erst mit seiner Bekannten. Ja, der hat irgendwie eine Pause gemacht bis 21 Uhr oder sowas. Genau. Was hat er von vorne gesagt? Weil er hätte nicht damit gerechnet, es ist so eskaliert. Die haben ihn ja quasi komplett auseinandergenommen. Aber ja, gut. Aber jetzt durchgezogen, wollen wir auch mal lassen. Ja. Also damit V2 soweit das jetzt nicht mehr großartig machen müsste und einfach nur noch jetzt in die Testphase demnächst geht. Tom hat die letzten 2 Tage so krass reingeknüppelt, muss man sagen. Viel geschafft, viel geupdatet, viel hier gemacht, viele Neuerungen. Wir haben hier nochmal was überarbeitet. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, es war gestern ein sehr lustiger und gemütlicher Abend mit Tom mit mir. Also ich fand's klasse. Wir saßen da mit einem von der SL, also der Supportleitung. Und Tom und ich, wir saßen im Channel, wir haben gequatscht, Spaß gehabt, gelacht, ein paar neue Dinge ausprobiert und es war ein sehr schöner Abend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe sehr viel gelacht, es war schön. Cool. Und dann hieß es nachher, ja, Füsi, wollen wir mal Testphase machen, bis so morgen. Ja, cool. Ja, ich bin mal gespannt, was mich da so erwartet. Ja, einiges. Bist du eigentlich auch drauf bisher? Nee, ich war ganz zu Anfang, bei den ersten Testphasen habe ich mitgemacht, aber dann gemerkt, dass GTA-RP ist nicht so meins. Also gerade wenn du erstmal so neutral unterwegs bist, dann da musst du schon Spaß dran haben, was auch in Ordnung ist, aber für mich ist das nichts. Ich meine, ich habe sehr viel GTA früh gezockt, halt hier online ganz normal, ne? Aber RP ist da schon mal eine Spur härter, muss ich sagen. Ja. Theo, danke für dein Raid, Ehrenmann, dankeschön. Kultkrankwin. Kannst du dich auch mal bei mir bedanken, dass ich ihn dir zur Verfügung stelle? Ach so, ja. Kulkan, vielen Dank, dass du deinen Mann mir ausgeliehen hast. Es war aber wieder ein Fest mit ihm. Und war echt schön. Was ich wohl ein bisschen dir noch sagen wollte, ist, sieh mal zu, dass er sich ein bisschen ordentlicher unten rasiert. Das hat echt gekratzt so.
Nee, war super. Mücke, danke für den Resub im 21. Monat. Ehrenmann, dankeschön. Jetzt siehst du gerade, V2 wurde gelöscht. Ja, ja. Hast du schon mal GTA gespielt? Nee, ne? GTA schon. 5-mal. Und RP bin ich sozusagen jetzt auf dem Server auch drauf. War 2-mal on, aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, wieder onzukommen, weil ich momentan mit meinem Hausbau so viel Stress habe. Ja, okay. Und es, weiß ich, die 2-mal, das ist vielleicht wirklich, weil man jetzt da im ersten Moment nicht die Leute hat oder kennt oder noch nichts aufgebaut hat, ist das dann irgendwie ein bisschen dämlich interessant halt, ne? Du läufst erstmal ein bisschen nur rum, guckst ein bisschen, ja, ja, hier, holst dir vielleicht noch ein Auto eben oder so, dann ist das nicht ganz so. Das muss ich dann halt alles erst später zeigen oder aufbauen halt, ne? Ja, ja, klar, klar. Aber sonst, ich war schon mal drauf. Ja, also der Start in so einen GTA-RP-Server ist immer schwierig. Vor allen Dingen, du weißt gar nicht, was gibt es hier? Was ist überhaupt hier? Wo muss ich hin? Keine Ahnung. Ne? Jeder Server hat ja so, ist er ja immer ein bisschen anders. Und ja, er hat schon recht, wenn man da Anfang drauf kommt und keinen kennt und so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ist das immer schwierig. Man muss dann ja erstmal Kontakte knüpfen, bis dann sich die ersten Storys so, ja. Ja, bis man den Weg gefunden hat, den man vielleicht gehen möchte. Genau, oder nicht, das, wenn man nicht genau weiß, was man machen will. Ja, und das natürlich auch, ja. Und vor allem, wenn man dann so jetzt so doof ist, im Endeffekt, man kennt sich hier alle aus dem Team. Aber man kann da nicht dann einfach so hingehen und sagen, ey, moin, wie schaut's aus, wie ist es? Weil das ist ja wirklich komplett eine neue Welt, musst du dann ja denken, ne? Ja, so ein selber Meta im Endeffekt, ne? Genau. Das war auch, ja, das stimmt. Hatte ich mal Toba, hatte ich sonst auch mal so gefragt, oder ich weiß, nee, Toba war es nicht, Junge. Nee, doch, glaub, Toba war es. Ja, wo muss ich denn hin? Oder wie? Sagt ja, find's hier raus. Find's IC raus. Find's IC raus. Ja. Gib mir doch einen kleinen Tipp. Also, wenn ich Ziff spielen würde, wenn es mir Spaß machen würde, und ich müsste mich jetzt irgendwie Kontakte knüpfen, würde ich zumindest versuchen, mich irgendwo einstellen zu lassen, weil so lernst du die Leute am besten kennen. Irgendwie so Diner, Cannaboys, irgend so ein Essens, wo viele Leute rein und raus kommen. Und dann würde ich mir das die erste Zeit erstmal angucken und Witze machen, die Leute so ein bisschen kennenlernen und dann würde ich so sagen, ey Digga, ich bin neu hier in der Stadt, könnte ich heute Abend vielleicht mal mit euch ein bisschen rumhängen, ihr kommt mir sehr cool rüber, wie sieht das aus, blablabla. Und wenn die ja sagen, dann würde ich da nach Feierabend hin tigern und mit denen ein bisschen rumalbern. Und dann baut sich das eigentlich schon alles so ein bisschen auf, ne? Weil ja auch Alex seine Berufserfahrung einfließen lassen könnte, ne? So im Unicorn. Genau, und das ist so. Ja. Also ich war jetzt bei FD halt. Ich habe mich da einmal vorgestellt, sollte da zur Probearbeit hin oder zum Testarbeiten halt hin. Ach, warst du nicht das Tripper aus dem Team bei uns? Alles auf Staffel, ne? Das war ich nicht. Okay. Nee, weil dabei bin ich dann halt zum FD gegangen. Also es tut von, nee, so, das wollte ich nicht so. Das will keiner sehen. Ja gut, FD, ja. Der kommt ja aus dem Bereich, ihr kennt es ja aus, nicht so wie es unser eins ist, aber von... Ich meine, das ist das Einzige ist halt, wie gesagt, du kannst halt dadurch, sind nicht viele, aber so momentan habe ich mitgekriegt, sollen das wohl nicht viele sein, aber die Leute, die halt da sind, mit denen kannst du halt schon mal den ersten Kontakt knüpfen. Ja. Und gerade weil es von allen Feuerwehrleuten, die haben ja eh immer einen gut und schnellen Draht zueinander, weil die ja zum Glück dieses, ja, Feuerwehr-Dasein auch leben, ne? Das ist es nämlich. Und vor allen Dingen, dann brauche ich nicht großartig erstmal überlegen, wie mache ich das RP-technisch oder nicht, dass ich was Falsches mache, weil das ist ziemlich, da kennt man sich mit aus halt, ne? Ja. Das stimmt, ja. Also King hatte ganz schnell Kontakt. Mit der Polizei, mit dem Gericht. Ja, genau. Also, ich glaube, meine ersten Schritte auf dem Server waren, ja, moin, dann ging ich unten nach Cannaboys, da habe ich ja meinen Laden alles eröffnet gehabt, dann kamen die ersten Leute, was gibt's denn hier, dann war der erste frech als Mono-Wichser, bam, 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 kam die erste Steckerei, dann kamen die Cops und dann war es schon das erste Mal PD. Da war ich gerade so 3 Stunden auf dem Server. Hast du eigentlich schon eine eigene Zelle mit deinem Namen schon und eine Klingel, oder? Habe ich schon mehrmals bei dem PD angefragt, wollen sie aber nicht machen. Finde ich auch ein bisschen frech. Ja, dann müssen wir
Na, das geht ja nicht. Da müssen wir dann kriegen die erstmal ein Support-Gespräch. Ja, also ich werde auf jeden Fall mir auch nochmal den Mayfield schnappen und ihn dann nochmal eindeutig sagen, dass ich jetzt eine VIP-Zelle will. Ansonsten. Komm ich nicht mehr. Ja, ansonsten werdet ihr mich hier nicht mehr sehen. Musst du mir nicht festnehmen. Versuch das gar nicht. Das kannst du vergessen. Ja. Wie ist das denn, wenn du jetzt einen Server startest gehabt damals und so? Hast du dann wirklich schon die ersten festen Leute sozusagen? Das waren ja bestimmt welche hier aus dem Team, die dann mitgemacht haben und dann wirklich auch sofort einen festen Posten wie Polizisten oder sowas verteilt, oder? Ja, ja, so war das damals. Ja, früher wurde abgefragt, wer hat auf was Bock. Ich habe damals mit Dommel zusammen MD versucht aufzubauen und Dommel ist halt komplett involviert, weil der kommt ja aus dem Bereich. Das hat sie dann nachher, ist es ja verschwunden. Ich weiß gar nicht, wer es mittlerweile macht, ob er da immer so aktiv ist. Ist er von Lara das Freund? Also soweit ich weiß, ist er da noch aktiv bei, ja, aber nicht mehr so wie am Anfang, aber ja. Letztendlich haben aus dem Team damals jeder versucht, irgendeinen Bereich ein bisschen da Struktur reinzukriegen. Und das ist dann wahrscheinlich dann irgendwann fließender Übergang gewesen, dass es dann abgegeben wurde, ne? Ja. Weil der Server hat sich ja schon extrem verändert, sowohl auch ins Positive wohlgemerkt. Ja, ist krass. Klar, natürlich, alles ändert sich nach der Zeit. Vor allem, wie viele Leute da jetzt mittlerweile ja drauf sind, wenn man denkt, womit man gestartet ist. Ich meine, ich muss sagen, Freezy war ja früher komplett unwissend, was den Server anbelangt. Mittlerweile programmiert er schon selber eigene Handy-Akkus und so weiter, wo er Applaus für haben will und es dann doch nicht. Applaus für haben will. Soll ich dich zitieren? Nee, nee. Zitat war, ne? Leute, nicht im Hallo gesagt, ich möchte, dass ihr alle applaudiert. Warum? Ich habe gestern den Handy-Akku programmiert. Hallo? Okay, alles gut. Irgendwie hat sich gerade meine Soundkarte vom Razer-Headset verabschiedet. Ja, der TS hat auch gerade so seine Momente, glaube ich. Okay, alles gut. Oder Tino manipuliert das Spiel wieder, dass wir mit dem Server neu starten müssen. Das kann natürlich auch sein. Nee, aber ich finde, der Server hat schon echt, ich meine, ich bin jetzt nicht voll involviert. Ich habe es natürlich mitbekommen, ich weiß, Schwabel und Monium, damals hat früher viel für den Support getan. Ja. Da war schon viel Teampower drin, auch Raphael zu Anfang noch viel mehr. Ich meine, mittlerweile ist er, glaube ich, auch wieder voll mit dabei, ne? Ja, Raphael macht komplett das PD jetzt. Genau. Sag mal, wo ist denn der Anhänger? Den habe ich hier zur Seite geschoben. Achso, hier, Vorfeld 59. 58, 57 ist der. Da, wo ich gerade langfahre. Ah, alles klar. Nee, das muss ich sagen. Ich meine, der Server ist eigentlich schon recht gut gewachsen für den Zeitraum, den es den schon gibt, ne? Oder also, kann man so sagen, wir oder? Wir sind am Abend immer um die 100 Spieler. Weil ich weiß, früher war es natürlich teilweise wirklich schwierig, überhaupt mal Menschen zu sehen. Ja. Na, aber ist ja klar, so ein Server startet ja nicht, wenn du nicht gerade Montana Black bist, sofort mit x-tausend Spielern, ne? Das finde ich allein krass, wie du sagst, Freezy, dass du abends immer 100 Zuschauer hast oder Spieler hast du drauf. Das ist ja eine Summe, die ist ja. Das ist schon recht hoch, Freezy, oder? Jetzt mal so, ich habe da keine Ahnung von. Also für einen Server, der jetzt so anderthalb Jahre alt ist, ist das gut, ja. Wollte ich gerade sagen, also das muss man ganz klar so sehen. Ist jetzt es gibt Server, die sind schon 3-4 Jahre am Start, die knacken gerade mal die 50, so, ne? Ja. Das muss man auch sagen. Gut, man muss dazu sagen, durch das YouTube und so, klar, ne, war der Start natürlich ein bisschen einfacher, das muss man dazu sagen. Und es waren auch schon recht viele Streamer drauf, damals Shepard, du, ja. Tino, ich meine, das sind auch viele, die dann Interesse wecken. Ich meine, auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht noch mit seinem Streamer in Verbindung zu kommen. Ich meine, es ist ja die einfachste Möglichkeit, wenn man mit dir quatschen will, GTA einzureisen, den Kanner Jungs da beizutreten und dann hat man ja zwangsläufig mit dir Kontakt. Genau. Auch wenn es nur IC ist, ne, und nicht, hey Freezy, alle Keule, ne, hast du Bock, sondern, aber es ist ja trotzdem erst einmal Kontakt da und. Ja, gut. Man muss ja auch so sagen, wir machen dann, zum Beispiel jetzt machen wir mit der Gang, da haben wir letztens im Discord-Channel, wir haben da auch so einen eigenen Discord-Channel, da haben wir jetzt einen Abend, Spieleabend ohne RP jetzt. Startet jetzt, ne? Genau, gestartet. Abends sitzen wir auch mal im Teamspeak zusammen und quatschen noch so ein bisschen und so. Also,
IC-Kontakt ist natürlich immer mehr, aber OC-Kontakt ist auch da, also so kann man das nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, das muss man auch sagen, das ist ja hier nichts anderes. Ne? Also, ja. Wenn nicht so, dass nach der Aufnahme ihr sofort weg seid, auf dem Motto, jetzt haben wir, sind wir durch, also das muss man ja auch sagen. Wie viele Abende haben wir uns hier schon fast totgelacht? Ja, das macht schon richtig Laune. Doch, ich werde dir dazwischen funken, Buddha. Also, Buddha, also ich kann nur so viel sagen, Ring ist schon gekauft, geplant ist es auch schon. Wenn Kultkarren Queen heute keinen Antrag macht, ja, und Tom Main heute annimmt, ist vorbei für sie. Kann sie sich hinten anstellen, ne? Ja. Dann, ja. Sie hat zwar die Schlacht gewonnen, weil sie zusammengezogen sind, den Krieg werde aber ich dann gewinnen. Von daher. Am Ende des Krieges werden die Toten gezählt, ne? Ja, genau, am Ende des Krieges. Und Freezy ist frisch rasiert, hat er gerade gesagt. Wie schalte ich nochmal dieses GPS an? Ja. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.